Hallo und herzlich willkommen zur 203. Folge Subsistence mit Heiko, Miri, Julia und Manu. Moin. 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 Ja, die Sonne geht bereits schon auf. Wir haben Problemchen gehabt, den Server zu finden. 14 Tage hat der Ruhe gehabt. 14 Tage. Hier ist auch Zeitumstellung. Bestimmt. Und jetzt macht er hier Spirenzchen. Genau. Wir haben heute den 27.03. Letzte Nacht war Zeitumstellung, uns wurde die Zeit geklaut. Das heißt, bei den ein oder anderen Spieler in dieser Runde gilt, es sitzt und spricht. So grade. Danke. So gerade. Ich hab's extra nicht gesagt, die Julia sitzt und spricht. Doch, das hast du vorhin gesagt. Ja, aber das war ja vor der Aufnahme. Weil ich wieder zu blöd war, überhaupt irgendwas zu verstehen. Aber ihr gewöhnt euch auch nicht dran, ne? Nee, nicht wirklich. Also, wir haben immer noch Hoffnung. Ja, das ist übrigens das, was zuletzt stirbt. Genau. Darf ich einfach sagen, was amüsant ist? Na? Hier in unserem Video wird nichts Amüsantes gesagt. Ey, gibt's nichts Amüsantes. Warum auch immer mein Bohrer jetzt gerade weiterlief. Der war nämlich gerade eben fertig. Er ist gerade eben fertig geworden. Nee, ich muss anstellen, meine Bohrer. So, ich auch. Hier, den ich gerade doch zum in die Erde bohren hatte, neu aufgestellt hat, der hat gerade eben noch getan. Den aber meine Bertha ist da. Meine Bertha ist fertig. Wer ist Bertha? Hühnchen. Irgendwas stimmt mit meiner Mausempfindlichkeit nicht. Ich werde jetzt mal auf E umstellen. Steuer. Nicht mehr F, sondern E. Also ich werde jetzt für die nächsten, aber nur ganz kurz, für die nächsten 8 bis 30 Folgen immer daneben tippen. Aber dann geht's. Was war das gestern? Unter der gestrigen Folge. Der Michael, er ist ja süß, ne? Er regt sich ja immer über meine grünen Hühnchen auf, ne? Die bei der Kiste liegen. Die bleiben da drin. Einfach aus Prinzip, der grüne Hase und das grüne Hühnchen. Die bleiben aus Prinzip da drin. Ach, ich hab ja auch noch. Drei Hühner sogar hier noch drin. Hab ich eigentlich einen Hühnerstall? Einen? Ich hab grad eine Tasche durchs Fenster gesehen. Ach, für einen Freund. Du hast Freunde? Nein. Nur imaginäre. Die reichen, die reichen. Wie war das mit der Schizophrenie? Ich bin nicht schizophren. Und ich auch nicht. Ja, und dann habe ich irgendwie letzte Folge oder letzte Session gesagt, ich gehe eine Holzrunde machen und mit was komme ich nicht mehr aus? Ja, das ist immer so. Ja. Das hat aber nichts mit Schizophrenie zu tun, sondern mit Alzheimer. Das stimmt. Natürlich haut er ab. Haben wir nicht. Nein. Haben doch Pumpzeit. Warum haut der ab? Haben wir Pumpzeit? Die ist schon am Jagen. Ich laufe hier noch in meiner Bude von einer Ecke zur anderen und denke, welches Spiel ist das jetzt überhaupt? Bin auch noch nicht. Und so was weit will ich hier überhaupt machen? Und warum ist so viel grünes Zeug im Ofen? Ah, ja. Und der Brennstoff ist fast leer. Ah, da kann man doch was reintun. Fuel packe ich da rein. Ich packe da Fuel rein. Ist das auf Englisch oder was? Du spielst doch jetzt nicht Englisch, oder? Da steht F-U-E-L drauf auf diesem komischen Faserblock. Was? Nein, ich spiele nicht Englisch. So. Könnte ich gar nicht. Englisch kann ich nur einkaufen. Ja. Ach, du klaufst ein. Ja. Yeah. Sag mal. Ja, du hast gesagt, sag mal. Ja, nee, ja, doch, ja. Was? Hä? Was? Wie? Was? Moment, ja, sicher. Das machen wir erstmal. Du hast recht. Sicher, Digga. Isha, sicher. 442. Baumwühlsche. Ach, wie kommt's denn? Machen wir mal ein bisschen. Spitz. Pass mal auf, du Scheißhund. Du bist jetzt seit 2 Wochen Level 1. Merk dir das mal. Gib mal Gas. Du hast das Huhn 2 Wochen lang in den Kühlschrank gepackt. Was erwartest du? Das ist weg. Nein, das ist nicht im Kühlschrank. Das ist die ganze Zeit hier draußen rumgelaufen und hat auf dem Boden rumgepickt. Natürlich. Dann müsste eigentlich Level 291 sein. Ja, nach 2 Wochen theoretisch schon, ne? Aber nee. Guckst du mal weg, weißt du? Legen sie alle für faule Haut, ne?
Kühlschrank leer gefressen, Chipskrümel auf der Couch, Netflix leer geguckt. So. Netflix leer geguckt. Oh, ich bin so blond, ich bin Internet so blond, ich gelöscht. Bin so blond. Wieso? Ich meine, stimmt, aber wieso? Ich habe in meiner Tasche einen Lockpick-Schlüssel. Das ist schön. Ja. Nein, ich gehe andersrum. Ich gehe auf die Spielwiese, ersperre eine Lockpick-Kiste. Ja. Denke, scheiß, lauf zurück, mach dir mal einen Lockpick-Schlüssel, aber ich besitze bereits einen in meiner Tasche. Ja, richtig gut ist halt, wenn ihr jetzt zurückkommt und gerade noch siehst, wie jemand anders die Lockpick-Kiste aufmacht. Ja. Aber ich bin leider weit genug, zu weit weg. Bei meinem Glück wäre das beinahe passiert. Beinahe. Ja, weil Miri ist schon unterwegs. Nein, Miri ist zu Hause. Warum bist du? Du hast doch gerade gejagt, oder nicht? Ah, vor meiner Haustür. Ach so. Vor meiner Haustür habe ich gejagt. Okay, da komme ich nicht mehr. Aber ich werde jetzt trotzdem einen neuen machen. Ja, warum nicht? Mach doch was Listen. Brauchst du ja sowieso immer. Ja. Treibstoff, ja, davon brauchen wir sowieso jede Menge. Ich schmeiß die Eisenfragmente an die Wand. Ja. Ach, Mano! Die können das ab, sind ja schließlich keine Vasen. Irgendwas stimmt wirklich mit der Maus nicht, ne? Ja, ich hab auch nicht. Irgendwas ist. Irgendwas stimmt mit Hasi nicht. Ja, mit dem auch. Dede. So, Fuel kommt da rein. Nee, warte mal, das nehmen wir mal mit. Ja, jetzt gehen wir mal hier hoch. Ich habe auch gelesen, die haben so viel, also ich zumindest habe so viel Zeug, dass ich locker noch ein paar Dings oben drauf stellen kann. Dings ist geil. Pendel oder was? Es geht ja nichts über ein ordentliches Dings. Eben. Hast du was gegen meinen Bums oder was? Nein, ich kenne doch deinen Bums nicht. Oh Gott. Erste Folge und das Niveau ist am Boden. Ach, ja, echt. War das schon mal woanders? Oh, erste Folge. Wenn ihr ein höheres Niveau haben wollt, dann müsst ihr mich rausschmeißen. Anders aber geht das so, nicht. Echt so, erste Folge und das Niveau ist am Boden. Runtergeknüppelt, knallhart, ey. Jetzt geht's noch tiefer? Also schau doch. Klar. Unterirdisch. Schlimmer geht immer. Durch den Boden durch, zur anderen Seite raus. Ne? Ja, ja. Australisches Niveau. Och, eine Katastrophe. Katastrophe. Müsste mal was trinken. Ich müsste mal was trinken und guck in den Kühlschrank. Alles klar, jetzt ist schon. Jetzt musst du noch fragen, wo ist die Butter? Dann sagt der Kühlschrank im Kino, wenn er schlau ist. Oh, mein Loch finde ich auch nicht mehr, oh Mann, nee. Das ist aber echt übel dann. Und dann mein Brett springe ich auch vorbei. Jetzt ist wirklich zu spät. Ich will nicht mehr. Ich glaube, diese Session können wir beenden. Ja, alles klar. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst uns gerne ein Like da und. Und Servus. Tschüssi. Grüß dich. Servus. Bye bye. Und das Wetter ist noch schön. Gehen wir halt was raus. Was? Nein, 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 nein. Hast du doch gerade gesagt. Ich will aber nicht raus. So. Könnt ja auch mal einen Puma jagen, lieber. Klar. Ja. Aber nur ab Level 3 aufwärts. Nur die. Natürlich. Was ist denn hier los? Oh Gott. Zwei Braunbären, ein Wolf und ein Schwarzbär. Ja. Das ist schön. Oh, ist meine Lieferung angekommen? Ja, tja. Ah, du. Alles braucht mein. Halle.
Ach, da habe ich aber nicht. Was? Oh, guck mal, da ist ein Schweinchen Level 3. Julia! Nein! Ihr seid Schweinchen Level 3! Ja, dann mach tot! Ja, ich bin nicht erpicht auf Schweine, mir sind die egal. Ich hab jetzt keine Zeit, ich muss erst mal gucken, welche Taste ich drücken muss, um ein Fenster aufzumachen. Ach, ist auf jetzt. Ja, ich bin noch nicht im Flow. Noch nicht im Flow. Also sie sitzt und spricht, von denken ja, auch mehr keine Idee. Ja, ist nicht zu erwarten heute. Und was ich da spreche, das ist alles, Für die Katz. Ja, die zeigt mir auch schon den Finger. Arme Ninja. Die ist nicht da, die ist schon wieder abwesend. Naja. Gott sei Dank, die hat ihr den Finger. Warum? Die ist zu Julia und zeigt dir den Finger. Oh, dann habe ich hier ein Trugbild auf meinem Bett liegen, okay. Oh, vielleicht liegt der Julia drunter, muss mal gucken. Nein, die Katze stand gerade vor mir, zeigt mir den Finger, fing dann aber laut an zu lachen, sagte, ach, du bist das Kind, das der Arzt bei der Geburt vor Lachen hat fallen lassen. Oh. Baumwolle. Ah, schau an. Ich wollte eigentlich hier auch. So, Sandstein. So, dich muss ich eigentlich nur auf erhöhte Effizienz machen, weil es fördert. Nein, du lässt mich natürlich nicht. Du bist ein Kackbratzenwolf. Du Kackbratze. Geh hier bei Miri. Clown. Guck mal, jetzt ist hier ein Metall und was steht davor? Ein Wolf. Natürlich. Mhm. Keine Pfeile mehr. Da ist ein Huhn. Ich will das schießen. Ich habe keine Pfeile mehr. Außerdem wollte ich mich jetzt... Ach, ich vergesse es einfach. Es ist fürchterlich. Es ist ganz schlimm. Ich wollte mich jetzt hinhocken mit der Shift-Taste, nein, mit der Steuerungstaste, um den Schleichbonus zu kriegen beim Hühnchenschießen. Leute, es ist soweit. Ihr könnt mich jetzt einweisen. Es dauert immer. Die fahren nur wohin, ne? Ja, ins Irrenhaus. Aber die wollen mich nicht. Die sagen, die hätten einen Ruf zu verlieren. Welchen Ruf? Ne? Ja, eben. Erfolgreich zu sein wahrscheinlich. Ach so. Oh, hier sind Kartoffeln zu ernten. Hab ich doch richtig gehört. Ich muss oben unbedingt noch zumachen. Ja, du hast schon wieder Ungeziefer in deinem Garten. Du musst Gift spritzen. Dieses Ungeziefer schwimmt gerade versteckt sich gerade unter meiner Treppe. Zubauen, ganz schnell zubauen und dann verhungern lassen. Ey, da schwimmt ein Wildschwein im Wasser, warum? Weil es kann. Oh, da schwamm ein Wildschwein im Wasser. Level 1. Ja, bei mir ist Level 3, ich kann höher. Ich kann. Manuschka. Dann ist er bei Heiko wahrscheinlich in Level 12 oder so. Manuschka. Ja. Kriegst du Besuch. Ja, mit 5 Steaks, 10 mal Fett. Ja, passt. Nee, ab Level 10 resettet, das fängt wieder bei 1 an. Kriegst du Besuch? Ja, dann kochst du. Du kriegst gerade Besuch. Hat zwar 8000 Leben, aber gibt nur ein Kotelett. Ich guck direkt mal, ob ich noch ein bisschen Muni von mir. Ah, Schweinchen. Ah ja. Da rennt was. Du hast es getroffen. Wir haben übrigens... Zurück im Wasser. Julia, es kommt zu dir. Ne? Immer noch? Ja, ich bin unterwegs. Ich bin hier auf dem... Erste-Pickel. Es sind zwei Sachen im Wasser gewesen. Was war jetzt los? Ja, hier sind gerade auch wieder viele, viele Erze. Hab jetzt schon zwei Eisen, ein Zink, ein Dieses Kupfer. Verdammte Scheißschwein! Scheißschwein? Das haut ab! Ja, das ist ja nicht blöd, ne? Wenn ich dich sehen würde, würde ich ja auch. Ich meine, wenn ich ein Schwein wäre. Du musst ein Schwein sein in dieser Welt. Schwein sein. Das schwimmt jetzt einmal an ihrem Strand. Ich kann es kaum fassen. Julia, ein zweimal getroffenes Level 1 Schwein ist an deinem Strand. Ja, das ist so. Ja, und ich bin nicht zu Hause. Es ist ein Drama. Es ist ein Jammer. Ich komme schon angelaufen.
Vielleicht kriege ich es ja von hier geschossen, aber ich glaube eher nicht, oder? Wo ist jetzt denn? Jetzt ist es weg. Nee, hier im Schilf ist jetzt es. Ist weg? Ne? Schilf. Komm schon. Wenn ich jetzt umsonst zurücklaufe, ne? Nein, nein, es ist da, es ist da. Aber ich habe doch gar kein Schilf am Strand. Ist Richtung unter der Autobahnbrücke. So, irgendwo habe ich doch auch Asche. Wo habe ich die denn jetzt hingetan? Da. Wirklich, Julia, ich erzähle keine Lauschen. Ich würde sowas mache ich nicht. Ach, da ist aber auch ein dicker Bär. Beim Schwein? Ah ja, da stand einer auf. Ja, ja. Da muss irgendwo das Schwein sein. Zweimal getroffen, Level 1. Ja, toll, aber da ist auch ein Bär. Den muss ich erst mal 12-mal treffen. Weißt du, man kredenzt dir ein Schwein. Das ist nicht kredenzt. Mach den Bär weg, dann sag ich, das ist kredenzt. Ich hör's aber. Da höre ich ein Schwein. Ja, sag ich doch. Jetzt läuft das weg. Ja, das würde ich auch tun an seiner Stelle. Also, ich bin losgegangen, um Holz zu hacken und habe genau 2 Bäume geschlagen. Das Schwein ist tot, das Schwein ist tot. Ach, Mann. Was? Ja, ich scroll zwischen meinen ganzen Geräten. Es macht mir klick, 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 klick. Auch ist nur ein Kotelett drin. Ich wollte ja mit dir teilen, aber mit einem Kotelett ist das schwer mit dem Teilen. Solange du drauf aufpasst und dass der Manu nicht gibst, ist alles gut. Boah. Nein, natürlich nicht. Nicht freiwillig, aber weißt ja, wie das ist, ne? Mit vorgehaltener Waffe ist schon klar. Gewehr, den Gewehrlauf zwischen die Augen und dann ist man viel großzügiger, als man eigentlich wollte. Ja, ich kann überzeugend sein. Ja, ja, ich hab Manu ja letztens beim Einkaufen getroffen. Hat sie mir einen Revolver avustieren gehalten und mein ganzes Mehl, Nudeln und Senf aus dem Einkaufswagen rausgeholt. Ja. Soll ich euch mal von meinem Genius erzählen? Ich bin so ein Genie. Ich mache einen neuen Lockpick-Schlüssel. Schon wieder? Ja, das ist ja schön. Jetzt ratet, wo er sich befindet. Ja, klar. Ja. In der BKE natürlich. Auf Gott, wohin gehört, ne? Ich bin ein Genie. Weiß, da oben war jetzt Kupfer, aber da will ich jetzt nicht hinlaufen. Jetzt bin ich gefrustet. Was Schweinchen die Hühnchen noch füttern? Wie weit seid ihr denn überhaupt hier? Okay. Hey. Und die haben noch so. Das habe ich letztens, habe ich ein Video gemacht, habe ich hier in der Nachbarschaft rumgeschickt. Wir wohnen ja hier in so einer Gegend, wo die ganzen Häuser gehören, diese großen Vonovia. Ne? Das ist so eine riesen Wohnvermietungsgeschichte da. Und nicht so angenehm, weil das so riesengroß ist, der Konzern, und profitorientiert. Und dann sind die hier dauernd überall an dem Renovieren, am Machen und machen dauernd Lärm. Letztens gucke ich aus dem Fenster, stehen da bestimmt von diesen Handwerkerautos 10 Stück. Die ganzen Parkplätze voll, überall verteilt, die Straße lang. Dann habe ich ein Stück von gefilmt, von den ganzen Autos, wie die da so stehen. Habe diese Star Wars Musik dabei gespielt und habe dann dazu geschrieben, eines Tages kommt hier ein großes Raumschiff von Vonovia in Türkis. Dann geht da so eine Tür auf und dann kommt mit wehendem türkisen Mantel der Vonovia Imperator herausgeschritten und dann dabei die Musik. Ach, ist doch wahr, Mensch. Mhm. 3 Laubbläser im Regen machen Lärm, weißt du, und schießen sich ein Laubblatt gegenseitig zu. Laubbläser? Das ist ja, im Regen. Höre. Wahrscheinlich wollen sie das Laub trocken föhnen, damit sie es aufheben können. Da könnte ich sofort die Knarre rausholen und kopflos entsorgen. Endlich. Schön, die Autos auf dem Parkplatz, schön Sandstrahlen. Ich habe, ne? Wenn morgens irgendwie so um 7 Uhr die Stadt dann mit den Laubbläsern, echt, könnte ich Fenster auf, Knarre raus, Alarm schießen, wieder hinlegen. Ey. Hast du das gleiche Kopfkino wie ich? Ich hasse das wie die Pest.
Ist ja gar nicht so komisch, wenn ich so im Halbschlaf bin und werde so geweckt von diesen Laubbläsern oder so, ne? Oder von diesen Randschneidern da, ne? Ja, ja. Dann habe ich immer so die Fantasie, dass ich rausgehe, zu dem hingehe, ihm das Ding aus der Hand nehme und einfach das Rohr verbiege und wiedergebe. Knoten ja, reinmache oder so. Ja. So, ihr solltet aufhören, solche Spiele zu spielen. Aus euch werden interessante Leute. Genau. Interessante Amokläufer werden aus euch. In den Hals stecken geht auch gut. Ja. Und wie ist denn da der Gärtner bei euch von Vonovia? Ach, mit dem kannst du kein vernünftiges Wort mehr reden. Wieso das denn nicht? Ja, weil ihm sein Laubbläser bis zu den Mandeln im Hals steckt. Der hat den Hals dicht. Und was hast du gesagt? Ja, die Meinung. Und er? Oh, hat einen dicken Hals gekriegt. Oh, nein, nein, nein. Ja, die sind aber auch scheiße, die Dinger. Echt. Ja, und also, vor allem die sinnfrei. Vollkommen ja, sinnfrei. Ja. Ich sag mal, wenn da eine große Wiese ist und im Herbst, der ist voller Laub, dann einer sagt, komm, mach mal ein bisschen Krach, brauchen wir das nicht mühsam zusammenrechnen. Dafür sind die eigentlich auch gedacht, denke ich mal. Ja, ja, na, gut, klar. Aber nicht ein Laubblatt, nicht ein, und die blasen ja nicht über die Wiese den Weg, da blasen die den Sand entlang. Ja, natürlich. Ja, das müssen sie machen, versicherungstechnisch, Leute. Ach, wenn auf dem nassen Laub jemand ausrutscht, da ist kein Laub. Kein einziges Laubblatt. Die haben Staub geblasen. Die blasen Staub weg und so eine ja, Kacke. Ja, ich habe das vor den Tagen noch gefilmt, die aus dem Fenster. Drei Stück, die stehen sich gegenüber und blasen sich gegenseitig den Dreck ins Gesicht. Und dann der eine so... Kein Witz, ich habe das gefilmt mit drei Leuten. Kein einziges Laubblatt. Ich kann dir sagen, warum die das machen. Auf der Nebenkostenabrechnung steht ein dicker Posten Gartenpflege. Und damit ja, das jetzt alibimäßig auch so aussieht, als ob sie irgendwas getan haben, schicken sie Leute dahin. Seid da, macht irgendwas. Wir müssen das rechtfertigen, dass wir den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen dafür. Mhm. Genau, ja, das ist der Punkt. Maßnahmen, ne? Ja, hier ja? macht das die Stadt. Also. Wenn ihr denkt immer nur, die Menschen sind schlecht. Dann werde ich wahrscheinlich die Wohnung gekündigt. Hier, kurz das Schwein vor mir. Bleib bitte weg. Level 3. Natürlich. Ich mach einen Bogen um das Vieh. Weißt du, ich guck jeden scheiß Drecksmahnbaum. Immer steht da ein Tier, ehrlich. Ah? Eine Made zumindest. Ja, mit der lege ich mich ja noch an. Oh, bist du mutig. Ja, ne? Wer kann, der kann. Ja. Hier steht doch mittig neben dem Hühnerstall ein Bohrer. Da ist sogar Wasser drin. Aha. Das ist so. Richmond, darf ich bitte an den... Bin ich rausgegangen, weil ich habe nämlich auch meinen Bohrer direkt neben dem Hühnerstall mit Wasser drin. Och, meine Burg wird auch schon wieder bewacht. Ach, Menno. Deine Burg wird... Es ist doch nicht normally. Was sind denn hier so viele Wölfe, Mensch? Mein Kühlschrank ist doch voll. Deine Probleme möchte ich haben. Ach, die hab ich ja. Wo sind denn die Hunter hin? Die wer? Die Hunter. Nein! Die waren so süß. Ja, ja. Nein. Spielen mit was anderem. Also ehrlich, wenn du sagst, die Hunter waren süß, ich weiß auch nicht, dann habe ich irgendwie immer den Pastewka vor meinen Augen. Uhu. Kommt so ein Hunter bei dir an der Basis, hallo liebe Liebenden. Renn, Bewegung. Komm rein, Brisco. Heute Morgen kriege ich eine WhatsApp. Ich brauche einen Trog Kaffee. Was habe ich geschrieben? Ich spucke in den Trog. Was kriege ich als Antwort? Böser Julius. Ja. Hat der echt gerade einen Turbo bekommen? Leck mich am Arsch. Auch böse. Julius kommt vom Gruß und Kuss dein Julius. Ja. Das verstehen nur wir. Glaube ich. Doch, Gruß und Kuss an Julius sagst du öfter. Ich sag das oft, ja, ja, klar.
Julia, du musst dich auch entmuten, das ist dir klar, oder? Ich bin nicht gemutet, ich überlege die ganze Zeit, worüber ihr redet. Aber ich verstehe nur Bahnhof und Koffer klauen. Also, kennst du den Spruch, wenn man keine Ahnung hat? Einfach mal Fresse halt. Richtig. Ach Mann, mit euch ist echt oder nichts los. Halt, ich formuliere das auch manchmal anders. Ich sag, wenn du für blöd gehalten wirst, ja, dann ist es besser, die Fresse zu halten und für blöd gehalten zu werden, als den Mund aufzumachen und die letzten Zweifel zu zerstreuen. Wow! Nein, Manu sagte mal, Gruß und Kuss an Julius. Ja. Okay. Und ich habe ihr heute in ihren Trog Kaffee reingespuckt. Und da schreibt sie zurück, böser Julius. Ich glaube, wir haben ein Problem. Was haben wir ein Problem? Ist der Elch nicht schießbar? Den Elch habe ich geschossen. Es kam ein Wolf auf mich zu. Ich habe den Wolf geschossen, konnte den Wolf nicht schießen, bin in meine Plattform reingesprungen, mein Käfig. Wir haben ein Problem. Mein Brennstoff geht nicht in mein Dings. Ich wurde gerade in meinem Käfig getötet. Oh Gott, ich habe einen Level-4er-Wolf hier rumrennen. Ich gehe mal aus dem Wasser raus. Mein Sprit ging nicht in mein Sprit ist weg, aber der ist nicht in den Generator gegangen. Wohin denn? In deinem Weiß Inventar? Nicht, verschwunden. Ich habe einen Bär hinter mir und mir geht meine Ausdauer aus. Springen musst du aufpassen, manchmal. Aber nur manchmal. Springen die hinterher. Nein. Also wenn du unmittelbar vor einem Wolf irgendwo reinspringst oder auf eine Plattform springst, Manu, dann passiert das schon mal. Manu, der war woanders. Ach so, ja, nee. Ich bin, ich habe gesehen, ich kann den nicht schießen, bin weggelaufen. Der war plötzlich in mir. Im Käfig in mir. Minimalinvasiv? Dann würde ich mir aber auch gedenken. Ja. Eine Wolf-Miri, ach so. Also der war nicht schwul. Also... Mann, nein, das ist schon wieder alles weg. Eieieiei. ja, und meine Kisten laden sehr blöd nach. Das Chevrolet ein bisschen, ne? Ja, so ein bisschen. Bisschen, ja. So, wie also ich habe jetzt eben Sprit reingeschmissen, da hat sich nichts verändert. Also der grüne Balken hat sich nicht verändert. Das wird ja wieder eine schöne Aufnahmesession. So beenden wir jetzt die Folge, auf dass die nächsten zwei Folgen... Ah nee, zwei sind ja nicht, nur noch sechs. Sie ist mal noch fertig. Ja, gerade eben die spawnt. Auf dass die nächsten sieben Folgen natürlich besser werden. Sechs. Ja. Also, wir haben es geschafft, in dieser Aufnahmesession schon mit unterem Niveau anzufangen. Es geht noch tiefer, wenn ihr das erleben wollt. Schaut einfach mal übermorgen wieder rein. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao und bye bye. Tschüss. Tschüss.